Warum Sie als Architekt oder Ingenieur immer aufpassen sollten, wenn Sie einen Anruf des Vertriebs der Allplan Deutschland GmbH bekommen, wir klären es in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Klehner, ich bin Rechtsanwalt und Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Klehner hier in Koblenz. Wir sind unter anderem spezialisiert auf das Urheber- und Medienrecht und haben da natürlich und zwangsläufig viel zu tun mit der Kanzlei Frommer Ligl, und Frommer Ligl hat eine ganz spezielle Auftraggeberin, das ist die Allplan Deutschland GmbH. Ja, wir werden da von zwei Arten von Mandanten kontaktiert, sage ich mal. Einmal diejenigen, die bereits eine Abmahnung von Frommer Ligl aus München für die Allplan Deutschland GmbH bekommen haben, und einmal Mandanten, die erst einen Anruf des Vertriebs, meistens ist das ein Herr von Allplan Deutschland, bekommen haben und sich fragen, wie soll ich jetzt innerhalb der knappen Frist, die Herr mir gesetzt hat, reagieren. Ja, ganz egal, ob man da jetzt einen Anruf des Vertriebs von Allplan bekommen hat durch den Herrn oder ob man da Post bekommen hat von Frommer Ligl aus München. Es geht immer um die Software Allplan in verschiedenen Versionen. Das ist eine sogenannte CAD-Software, mit der lassen sich 2D- und 3D-Modelle am Rechner konstruieren. Die wird hauptsächlich eingesetzt von Ingenieuren und Architekten. Die ist wohl richtig teuer, wenn man sich die so anschafft am freien Markt. Und Allplan ist hier der Auffassung und sagt: Wir haben Beweise, lieber Architekt, lieber Ingenieur, dass du die Software, dass du Allplan bei dir in deinem Betrieb ohne unsere Genehmigung eingesetzt, installiert und damit urheberrechtswidrig vervielfältigt hast. Der anrufende Vertriebler von Allplan bietet dann eine sehr teure Nachlizenzierung an. In der Abmahnung von Frommer Ligl wird die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gefordert. Die ist meistens auch schon vorformuliert, und da geht es natürlich dann um Abmahnkosten und auch um urheberrechtlichen Schadensersatz. Und das ist allermeist in Summe ein Betrag von 10.000 Euro aufwärts. Ich glaube, das Höchste, was wir hier in der Kanzlei zu vertreten hatten, war ein Betrag von 35.000 oder 36.000 Euro, wenn ich mich da richtig erinnere, den der Abmahner da insgesamt gefordert hat. Ja, und ob das jetzt der Vertriebler von Allplan ist oder ob das schon Frommer Ligl aus München sind, die sich da für Allplan melden, wir beobachten regelmäßig, dass da auch subtil oder weniger subtil mit einer Strafanzeige auch gedroht wird gegen den Architekten, gegen den Ingenieur, wegen Verstoß gegen 106 fortfolgende des Urhebergesetzes. Und damit soll wohl, glaube ich, die Bereitschaft der abgemahnten Ingenieure, der abgemahnten Architekten gesteigert werden, diese Erklärung, die dabei liegt, zu unterschreiben, beziehungsweise diesen aufgerufenen Betrag zu bezahlen, beziehungsweise eine Nachlizenzierung hier teuer einzugehen. Die Erfahrung mit diesen Fällen zeigt: Lassen Sie sich da auf keinen Fall unter Druck setzen, wenn Sie da jetzt so einen Anruf bekommen haben, sich da innerhalb von 24 Stunden möglicherweise entscheiden sollen. Wenn Sie da eine knappe Frist in der Abmahnung haben, lassen Sie sich immer erst qualifiziert beraten, denn gerade das Urheberrecht hat viele Verteidigungsansätze für die Abgemahnten. Gerade diese Praxis, wie ich sie eben angesprochen habe, ist ein weiterer möglicher Verteidigungsansatz. Und möglicherweise ist es ja auch so, dass Sie die Ihnen vorgeworfene Handlung gar nicht begangen haben. Und dann ist eine Unterschrift oder eine Zahlung natürlich unnötig. Und das herauszufinden an der Stelle, setzt das Angebot des Service meiner Kanzlei an. Wir haben eine kostenlose Ersteinschätzung für die Abgemahnten der Allplan Deutschland GmbH. Das Einzige, was wir dazu benötigen, sind einmal Ihre Angaben. War das ein Anruf, der da kam? War das schon eine Abmahnung? Wir hätten dann auch gerne diese Abmahnung vor einem Gespräch mit Ihnen. Wir machen gerne danach einen Gesprächstermin, können Sie online buchen, telefonisch oder auch per E-Mail. Und wir werden dann schon in Kürze telefonisch zusammenkommen und die für Sie optimale Lösung in diesem Fall finden. Vielen Dank.